Ach ja. Ich bin nur ein bisschen ungeduldig am Anfang, das ist doof. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ah, es ist ja erst 14:52, von daher easy. Immer mehr Trade Power. So, dann können wir noch Claims setzen hier. Zack. Das du weg. Und dann bauen wir hier noch ein Spionagenetzwerk. So, dann haben wir noch einen frei. Hier haben wir sowieso Claims. Mit Ungarn sind wir verbündet, erstaunlicherweise. Teodoro wäre noch eine Idee. Aber da haben wir auch ein Claim. Warum haben wir da ein Claim? Okay. Hier kriegen wir auch Claims. Eigentlich ist nur hier hinten interessant. Dann verbessern wir doch mal die Beziehungen. Mit den üblichen Verdächtigen. Wir werden da interessant. Wer ist denn nah daran, eine Koalition beizutreten? Verbessern wir die Beziehung mal mit Akunulu. Falsch. So, du bekommst ja auf Kaffa und Theodoro einen Zeitclaim wegen dem Event. Ah ja, stimmt. Wegen dem mit der Krim. Ja, stimmt. Hier oben ja auch. Stimmt. Ach, die sind mit Frankreich verbündet. Was soll denn das, bitte? Was soll das denn? Immer diese Franzosen. Ah, muss die Brille mal anders aufsetzen. Das drückt mir den Kopfhörern immer so. So. So, was haben wir hier? Wollen alle unseren Handel kaputt machen. Das finde ich nicht gut. Alle keine Verbündeten, das ist so lustig. So, na jetzt lassen wir mal durchlaufen, bis wir den Krieg mit Karaman anfangen. Oktober. Gucken. Gehen wir Richtung Legalismus. Dann nehmen wir uns einmal Geld und machen die Korruption wieder weg. Du kannst konvertieren. Ich will die Byzanz gründen, dafür muss ich orthodox werden. Deswegen jetzt Kram zu konvertieren wäre Schwachsinn. Weil wir dann nur die orthodoxen Provinzen, die wir sowieso brauchen, nochmal Sunni machen würden. Das wäre nicht Sinn der Sache. Um die Byzanz zu gründen, müssen wir halt leider orthodox werden. Deswegen bleibt das erstmal so. Gut, ja, wie erwartet, die haben das gefressen. Dann Spaß hier noch Kuren. So. Überlegen. Ihr habt keine Verbündeten nach wie vor. Ich hoffe, das bleibt. Können wir irgendjemanden diplomatisieren? Theoretisch. Ihr seid schon ein Vasall. Ich nicht. Ihr seid auch Vasall. Och Mensch. Ja, euch könnten wir mal versuchen zu diplo-vasallisieren. Allerdings, wobei Ragusa können wir wegnehmen.
Ihr lasst euch ja nicht vassalisieren, weil ihr ja eine Handelsrepublik seid. Nee, dann fangen wir mal an, hier die Beziehungen zu verbessern. Ich meine, das ist nur eine Provinz, aber die können wir dann hier noch ein bisschen füttern. Die haben zwar, glaube ich, keine Kors, aber letzten Endes ist das ja wurscht. Das heißt Krieg! So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich dann auch wirklich rechtzeitig noch einen Diplomaten frei habe. Ziehen wir gleich den aus Akunulu zurück. Wobei, wir haben ja noch einen Moment. Zwei Monatsticks gehen da noch. Hä? Warum jetzt schon? Es ist doch erst September. Boah, ey. Manchmal verstehe ich dieses Spiel einfach nicht. So, aber jetzt direkt los. Ich würde dann Isil nehmen, wegen dem Fort. Naja, ging aber gut. Sind nicht der Koalition beigetreten. Das ist immer schön, wenn die am Drillen sind und keine Moral haben. Du kannst einfach reinlaufen und bupp, weg. So, dann einmal den hier. Zack und zack. Und schon ist der Drops gelutscht. Oh, hatte ich das Fort nicht aktiv oder hatte ich gerade einfach nur extrem Glück? Ich glaube, das Fort war nicht aktiv. Da haben wir so ganz kalt erwischt, die Guten. So. Jetzt nochmal States zu nehmen ist Schwachsinn. Weil wir müssen ja Georgien gründen. Dafür müssen wir einen Culture Shift machen. Nun, um das tun zu können, braucht man ja 50% seiner Entwicklung in der jeweiligen Kultur. Müssen wir wahrscheinlich sowieso nachher noch eher Staaten wegnehmen. Deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass ich einen Fokus auf Admin-Punkte habe. Weil die werden wir nachher noch zu Genüge brauchen. Beziehungsweise nicht, das ist Quatsch. Das kostet wieder nur Manpower. Das könnten wir dann theoretisch nehmen. So, da sind die Mamelucken jetzt natürlich voll dabei. Ist dann die Frage, sollen wir das tun oder nicht? Oder sollen wir denen hier noch was lassen? Aber Nummer 2. Die Mamelucken kriegen wir auch überhaupt nicht raus. Da können wir machen, was wir wollen, oder? Ja, das würde gehen. Nicht, nehmen wir uns erstmal nur die beiden. Dann haben wir sie eingeschlossen, dann können uns die Provinzen auch niemand wegnehmen, wenn sie keine Grenze mit jemandem haben. Dann machen wir das so. Das wird wahrscheinlich jetzt eh noch ein Jahr brauchen. Dann sind die Mamelucken auch nicht mehr dabei. Dann ist halt alles gut. Alles easy. So, wir haben Geld, deswegen sollten wir mal anfangen, Sachen zu bauen. Reinvestieren, Freunde. Ja, dann haben wir das Fort hier schon mal weg. Und die Grenze nehmen wir den weg und dann restlichen 3, die nehmen wir uns dann einfach irgendwann. Das ist dann kein Problem mehr. Gut. So, dann können wir hier mal nochmal einen Claim setzen. Immer mit dem mit der höchsten Entwicklung anfangen. Ihr seid noch so nie, ja. Ich müsste eigentlich hier anfangen, jetzt bald noch zu erobern. Dass wir das mit dem Culture Shift recht früh und schnell über die Bühne bekommen. Weil, wie schon gesagt, das Problem mit den Staaten haben wir ja dann. Ich muss dann eventuell einiges an Staatsgebieten wegnehmen. Und es lohnt sich halt einfach keine neuen dazu zu nehmen, bevor man das nicht über die Bühne gebracht hat.
Das kostet einem einfach nur Einkommen und Manpower. Das ist dann halt blöd. Nur um Georgien gründen zu können, darf Georgien selber nicht existieren. Und ich brauche, glaube ich, alle Provinzen. Das ist, glaube ich, genau. Das ist nicht mehr, aber das ist praktisch der Block hier. Den muss ich haben. Ich will die Koalition nicht angreifen. Deswegen müssen wir jetzt auch erstmal warten, bis sie sich auflöst. Nee? Eigentlich wieder oder reicht das noch nicht? Das reicht bei weitem noch nicht. Okay. So, Karaman. Du musst fallen. Weil ich glaube, ich sowieso noch bis zum Jahreswechsel warten muss. So, dann wollte ich mich ja mit dir verbünden, nicht? Und hier die Garantie wegmachen, weil. Was soll der Müll? Zack. So. Genau, ich muss noch den Tick abwarten. Dann ist gut. Dann sehen wir mit Lucken raus. Und der Rest kann mir wurscht sein. Ich brauche wirklich noch so lang. So, dann machen wir mal Frieden. Was jetzt noch drin ist, ist mir egal. Ja, und da sind die Mamelucken wieder dabei. Ne, dann machen wir das so. Dann kriege ich bitte noch dein ganzes Geld. Und du bezahlst mir Kriegsreparationen. Sehr gut. Upp. Dann wäre die Sache auch gegessen. So. Problem ist, jetzt müssen wir ja erstmal noch warten, bis sich die Koalition hier auflöst. Naja, aber dafür haben wir jetzt schon ein bisschen was erobert. Ist ja nicht so, dass wir die Zeit verschwendet hätten. Jetzt müssen wir halt erstmal eine Weile warten. Dir ist jetzt noch ein Boot. Die Polen vernichten wieder den Deutschen Orden. So, was wir auch auf jeden Fall noch machen müssen, ist Aragon Neapel wegschnappen. Oh, die sind mit Österreich verbündet. Das ist doch jetzt ein Witz. Das ist doch ein Witz. Wir können Frankreich einfach verbünden und dann erstmal Österreich platt machen. Das wäre auch witzig. Hä? Oh, ernsthaft? Ihr seid jetzt in der PU? Hä? Zwei? Krim und Tunesien, ja. Ne, dann verbünden wir Frankreich. Und gucken, dass wir hier euch diplomatisieren irgendwie. Und goodie. Dann können wir hier nochmal einen Claim setzen. Dann Jute Georgien. So. Platz in Konstantinopel. Wie sieht es eigentlich hier aus mit der Aggressive Expansion? Das ist eigentlich hier Richtung Westen gar nicht so schlimm. Dann kriegen wir hier unseren ersten Perk. Das dauert noch eine Weile.
Weil ich würde dann als erstes direkt hier Transfer Subject nehmen und dann versuchen, einen Krieg gegen Aragon zu führen, wo wir dann hoffentlich Frankreich mit reinnehmen können. Und damit können wir uns dann halt Neapel schnappen. So, das nehmen wir doch auch mit. Dann haben sie hier drüben Granada gekillt. Ja, ich denke mal, das ist ein Plan. Das schieben wir erstmal ein paar Jahre eine ruhige Kugel. Keinen Bock, deswegen einen Loan aufzunehmen. So. Mich wundert es, dass die noch nicht gestorben sind. Wobei, die sind gerade im Krieg. Ragusa und Baden. Ja, ich glaube, dass eher das Ragusa jetzt stirbt. Manpower baut sich auch so langsam wieder auf, das ist schön. Bill Berlin, Abend, Servus. Einen wunderschönen guten Abend. So, ich glaube, das Problem ist aber, dass wir mit denen erstmal nicht genug Beziehungen kommen. Brauchen noch 50. Wir sind am Limit, was Beziehung verbessern angeht, so mehr oder minder. Kriegen noch 25 durch Geldgeschenke und das hier gibt uns auch 25. Das heißt, wir kriegen es eigentlich hin. Dafür brauchen wir aber Geld. Kann ich eigentlich meinen Händler sinnvoller einsetzen? Ich glaube gerade nicht unbedingt. Schade. Mal gerade warten. Beziehungsweise kann ich eigentlich. Ja, zu spät. Verdammt. Nee, das kann ich noch nicht. Egal, jetzt haben wir Geld. Jetzt machen wir das gerade. Oh, und ich kann ihre Schulden übernehmen. Was würde mir das bringen? 10 für 3 Gold. Jo. Dann machen wir noch Influence Nation. Sobald es dann wieder geht. Weil, wie gesagt, ist nur eine Provinz, aber die können wir dann ein bisschen füttern. Kostet uns dann ein bisschen weniger Admin, wenn wir denen hier die ganzen kurdischen Sachen und so weiter hier geben. Das ist dann gut. So, das gibt mir 25, kostet mich knapp 6, das ist okay. Und den Rest machen wir jetzt noch mit einem Geldgeschenk. Das sollte auch nicht so viel sein. Oh, das kostet so viel Geld immer. Nee. So, Ah ja. Not possible to send gifts due to Punkt. Danke, Spiel. Sehr sinnvoll. Ja. Das ist jetzt doof. Merkwürdig. Dann die Kurden integrieren, das versuchen die Türken seit 100 Jahren. Böse. So.
Das geht jetzt auf einmal. Wobei, wie viel kriege ich denn nochmal durch Beziehungen verbessern rein? Das reicht dann auch, dann kann ich mir das Geld sparen. Wo haben wir es? Improve Relation. So, die Krim hat ja auch brav ihre Claims gesetzt, das ist sehr schön. Das kriegen sie auch nicht entlagert. Boah, was schafft denn Polen hier? Guck mal. Ich meine, die gewinnen den Krieg trotzdem, aber warum lassen die im Hinterland hier so viel belagern? Diese KI. Man muss sie einfach lieben. So. Und zack. Und zack. So. Dann hätten wir einen weiteren Vasallen. Dann dürft ihr hier mal gucken, dass ihr hier um euch rum mal schön Claims setzt. Dass, wenn wir dann irgendwann mal Akonulu angreifen, dann können wir denen recht viel wegnehmen. So, dann können wir hier noch jemanden einladen. Ein Händler mehr ist, glaube ich, auf lange Sicht sinnvoll, aber das kostet... Ja, es kostet 50 Admin. Ah, nee, 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 das ist mir das Geld gerade nicht wert. Auf lange Sicht haben wir keine Geldprobleme mehr. So, jetzt müssen wir immer noch warten, bis sich die Koalition ein bisschen auflöst, beziehungsweise bis wir den Kriegsgrund hier gegen... Ah ja, das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Schon mal Claims hier fabrizieren, dass wir Neapel angreifen können. So, mit euch bin ich verbündet, das ist gut. Wie viele Gefallen bekomme ich denn? Ich hoffe, einen im Jahr. Alle 2 Jahre. Hm. So. Improved Relations Berater ist gerade gestorben. Gibt zwar jetzt nochmal mehr Geld, aber es dauert länger, bis sich die Koalition auflöst. Näh. Wie sieht es eigentlich mit Karaman aus? Habt ihr noch keinen Verbündeten? Wir haben bis 65 einen Waffenstillstand. Okay, das dauert noch eine Weile. Ernsthaft? Ups. Ach ja, so. Wie viel ist das denn, was wir da brauchen? Oh, ein bisschen was noch. Gut, dann gehen wir nochmal ein bisschen auf Speed 5. Ist noch bei 42. Doof. Lustig. Nehme ich gerne, Genua. Wenn du zu blöd bist, deine Rebellen zu bekämpfen, nehme ich das sehr, sehr gerne. So, viele sind schon unter den 50. Das wird jetzt nur echt böse, wenn die dann wirklich Österreich mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob Frankreich das alleine packt, weil die haben dann jetzt halt auch noch Ungarn auf ihrer Seite, ne? Tunesien ist halt so die Sache, ob die mitmachen. Böhmen wäre jetzt natürlich noch praktisch gewesen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da drüber gehen will, also über meine Grenze wegen den Diplopunkten. So, aber was nehmen wir denn als erste Ideengruppe? Ich tendiere ja zu den Religiösen, weil einerseits hätten wir dann hier den Deus Vult Kriegsgrund, was gerade als orthodoxe Nation, bis man den Imperialismus hat, sehr praktisch ist. Andererseits wollen wir ja orthodox werden. Und haben demnach dann recht viel zu konvertieren, sobald das der Fall ist. Admin Ideas ist halt sowieso ein Muss eigentlich, aber das würde ich als zweite oder dritte, wobei als dritte, wenn dann, nehmen.
Ich glaube, ich fange mit Religiösen an, dann nehme ich die Influence-Ideas, dann Admin und dann können wir vielleicht irgendwas Militärisches nehmen. Ne, fangen wir mal damit an. So. Jetzt brauchen wir noch mehr Admin-Punkte. So. Alright. Können hier nochmal ein Claim setzen. Dann wäre das auch alles, was wir in Georgien holen können. Wie sieht es hier aus? Das dauert immer noch eine Weile. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Ja, fünf Vasallen werde ich nicht hinbekommen. Ah, einen Rivalen. Das können wir dann höchstens machen, wenn wir den Krieg gegen Aragorn führen. Na doof. Ist halt mit der Horde verbündet. Boah, ich muss unbedingt drauf gucken, dass ich Moskau früh genug zurückdränge. Die fressen sich jetzt schon hier ziemlich weit nach Asien rein. Was haben wir hier? Nein, nicht für Unrest. Unrest ist böse. So. Aber das mit dem Stream sieht echt nochmal gut aus. Ich habe bis jetzt noch keine Drop Frames, obwohl es abends ist. Scheint ja nochmal besser zu laufen, oder? Heute ist nochmal so eine Ausnahme. Aber das finde ich schon mal ganz gut. Weil ich hatte immer die Probleme in letzter Zeit. Ich bin bei Vodafone Kabel Deutschland und da hast du ja dieses geteilte Medium und gerade so in den Stoßzeiten abends konntest du das komplett vergessen, da irgendwie was streammäßig zu machen. Aber das sieht ja jetzt wieder viel, viel besser aus. Wie kann es sein, dass Serbien noch lebt? Da müssten wir eigentlich auch mal rein, weil Kosovo wegen der Goldprovinz ist eigentlich sowas, was man eigentlich haben möchte. So. Und wir müssen noch mal ein bisschen Zeit hier rumbekommen. Können jetzt leider nicht allzu viel machen. Bei was man machen könnte, wäre die Schiffe ausbauen, dass wir dann auch wirklich hier in Neapel einfallen können und eventuell sogar nach Aragon rüber schippern können. Das ist einfach sehr, sehr praktisch, wenn man Neapel hat. Man sollte generell gucken, dass man recht früh einen Fuß in Italien hat, um sich da weiter ausbreiten zu können. Weil wenn man erstmal ein riesiges Spanien nachher hat, das gefühlt die halbe Mittelmeerküste für sich hat, ist das auch nicht mehr so angenehm. Oh, diese PU nervt mich jetzt halt tierisch. Polen hat eine Koalition gegen sich. Lustig. Oh, das könnte böse für die werden. Das könnte böse werden. Mal gespannt. Vielleicht explodieren sie ja wieder schön. So, das hier war 65. Das dauert auch noch. Kann ich mir hier noch irgendwas holen? Nein. Hier sind wir auch noch nicht so weit. Also weiter geht's. Ich könnte jetzt auch mal Beziehungen verbessern hier mit Venedig oder Genua, dass die eventuell aus der Koalition rausgehen und sich das auflöst. Es geht dann hoffentlich etwas schneller. So. Wenn wir dann einen Krieg gegen Aragon führen, dann müssen wir uns auch unbedingt noch eine Provinz hier in Katalonien holen, dass wir die freilassen können. Katalonien ist ein toller Vasall.